Wir wollen Metall auf Holz verkleben, in dem Fall ein Riffelblech. Und die Rückseite des Riffelblechs müssen wir zunächst fettfrei machen. Dazu verwenden wir Aceton. So. Das legen wir zur Seite. Bereiten die Trägerplatte vor, Klebstoff, Raupenauftrag. So, um das Riffelblech zur Hand, bringen es auf. So, und damit ein bisschen ausrichten. Und das Ganze dann handfest andrücken. Man kann sich auch theoretisch noch eine Andruckrolle zur Hilfe nehmen. Ist aber nicht zwingend notwendig. Wie gesagt, die Fuge ist dauerelastisch, weil die Untergründe unterschiedlich arbeiten, ist der Kleber hervorragend für diesen Einsatz geeignet und das Ganze dichtet entsprechend auch noch ab.